Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Und ja, heute zeige ich euch etwas, was ich auch wieder als Leihgabe bekommen habe von einer sehr, sehr netten Dame, die auch gar nicht so verschwiegen über sich selber ist, die auch eigentlich, ja, also wenn man sie sucht, man findet sie auch auf YouTube, man findet sie auch auf ihrer eigenen Homepage. Das ist die Melanie Burgemeister. Die Melanie Burgemeister, das ist wie gesagt eine sehr, sehr nette Dame. Die hat ihr eigenes Geschäft sich aufgebaut, verkauft ja mittelalterliche Kleidung für Leute, die halt dieses Thema mögen, sich da drin wohlfühlen und so. Nun, ich persönlich, ich gucke mir lieber Mittelalterfilme an, als dass ich da selber mitmache, aber ich finde das durchaus in Ordnung. Auch ich finde es auch schön. Ich habe auch Leute in meinem Freundeskreis, die auch sich begeistern lassen für mittelalterliche Kleidung und so. Und wenn das Thema interessiert, ich werde euch mal in die Videobeschreibung ihre Homepage verlinken. Ich werde euch ihren YouTube-Kanal verlinken und dann könnt ihr gerne mal gucken, wenn euch das interessiert. Und die Melanie, die hat mir ihren Füller zugeschickt, ihren Clio Scriband, und hat mir gleichzeitig auch noch zwei Tinten zugeschickt. Die sind auch eine Leihgabe, die ich mal ausprobieren wollte, die ich mal vielleicht sogar auch mal reviewen wollte, mal schauen. Vor allem auch die Pelikan Edelstein Apatit ist ja jetzt auch so eine ganz neue Tinte, auch limitiert für dieses Jahr. Und da möchte ich mir das gerne mal genauer anschauen. Vielleicht auch, wie gesagt, in einem Review. Ja, so sieht die Tinte aus. Ja, wiederum die Kamera zeigt die Farbe nicht naturgetreu, wie sie eigentlich ist. Ja, hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Lamy Tourmaline, aber das dazu später mehr, wenn wir wenn ich auch das Video mache von der Tinte selber. Und ein kleines Fläschlein mit Diamine Autumn Oak. Ja, auch eine sehr schöne Tinte. Diese so ein rotbraun oder orangebraun. Man sagt, glaube ich, der Tinte nach, dass sie sehr gut schattiert. Auch das werde ich eventuell in einem eigenen Review ein bisschen unter die Lupe nehmen. Genau, aber heute geht es nicht um Tinte, sondern es geht um Füller. Und zwar, wie schon gesagt, um einen Clio Scriband. Eine Marke, die ich ja auch schon mal in meinem Kanal vorgestellt hatte. Und ich meine, es war der Clio Scriband Classic, hatte ich gehabt, ja. Und dieses Mal haben wir hier einen Laguna Dragon, ein Modell, das auch schon ein Kollege von mir, der liebe Christian von Writing Delight, hervorgestellt hatte. Und ich finde es immer sehr interessant, wenn man sich die Sachen so anschaut, auf Bildern oder in Videos von irgendwelchen Leuten und so. Es ist ganz oft so, dass die Tinten oder dass die Füller größer aussehen, als sie in Wirklichkeit sind. Ja, und ich finde das so ein bisschen witzig, ja. Vor allem auch, weil ich gedacht habe, oh, der Laguna Dragon, das ist ein, also der Aura heißt der Modell Aura, Laguna Dragon heißt diese Ausführung. Sieht auf Fotos immer sehr groß aus, sehr bullig und so, ne? Und dann, ja, sehen wir gleich im Füllergrößenvergleich. Kommt hier in dieser typischen Clio Scriband Schachtel an. Und kennt man, ne? So. Dann zum Material her. Mal gucken, mal, vielleicht kann ich das Licht ein kleines bisschen verbessern. Ja, ich glaube, so ist es besser, ja. Ja, wie gesagt, also das Material, das ist dieses Yuma Dragon. Davon habe ich ja auch den ein oder anderen Füller da. Ich muss mal gucken, ob ich die finde momentan. Ja, also wie gesagt, das ist dieses Laguna Dragon oder Yuma Dragon in diesem, zum Aqua Blue ist es. Dann habe ich hier das Material in so einem Gelb, beziehungsweise in so einem Grün-Gelb, kann man sagen. Das ist jetzt hier so mein Himmelstier Lime Pie, habe ich ihn benannt. Ja, das ist das gleiche Material. Dann habe ich hier meinen Big Cheese Dragon, Blue Dragon oder Blauer Drache. Das ist quasi das Material in Blau. Und dann habe ich hier auch noch einmal das Ganze in Rot. Ja, auch in diesem Yuma Dragon Material. Sehr, sehr schön. Ja, also das ist schon ein Material, das ich echt sehen lassen kann. Vor allem auch ist es ein bisschen unberechenbar, weil
Je nachdem, wie in welcher Güte das Material ist, kommt die Maserung mal mehr, mal weniger gut zum Vorschein. Und ja, okay. Also, das ist ein Füller mit, ich fange mal hier oben an, bei der Kappe, da haben wir hier oben das Clio Scriband Logo hier eingelassen als Inlay quasi. Das Kappenende selber ist so ein bisschen so rund, so abgerundet. Verziert hier mit einem dicken, fetten, ja, Kappenband, Kappenoberband, könnte man vielleicht sagen. Ja, und der Clip ist wunderbar. Ich mag das, wenn diese Clipse so schön sich bewegen lassen. Ja, da kann man gut die verwenden. Nicht nur als Rollstop, sondern auch, um das an ein Hemd anzuheften und so. Ja, eingraviert der Name Clio im Kappenband und Made in Germany. Ja, ich meine, ich hab zu der Firma schon in meinem eigenen Review vor ein paar Jahren schon erzählt, was es mit der Firma auf sich hat. Ja, ich werde es auch verlinken in die Videobeschreibung. Wir haben hier einen Füller mit Schraubkappe. Ja, die öffnet in 1, 1,5 Drehungen. Ja, und das ist okay, finde ich. Ja, das ist absolut in Ordnung. Ja, dann der Griff ist ja auch wunderschön in diesem Juma-Material gehalten. Verjüngend, verlaufend nach vorne hin zur Feder. Es ist eine relativ kleine Feder. Und es sieht auch für mich aus, als ob es eine Goldfeder ist, eine 14 Karat Goldfeder hier in der Strichstärke. Und wenn ich mache ich vielleicht ein bisschen Zoom hinein, wird vielleicht besser funktionieren. Das ist dürfte eine F sein, aber ist auch nicht schlimm. Ich kann nämlich nachgucken, weil die liebe Melanie, die hat den Füller vor kurzem erst zur Reparatur geschickt gehabt und da hat Clio einen kleinen Bumper mit dazugelegt, wo drauf steht quasi in welcher Federstärke der Füller ist und somit haben wir hier eine Federstärke F. Ja. Ihr habt es schon, glaube ich, euch erahnen können. Wir haben zwar hier oben einen Bereich, den man vielleicht deuten könnte als ja, Kolbenmechanismus. Ist eher dazu aber da, um jetzt den Deckel bzw. die Kappe anzuschrauben. Sieht jedenfalls so aus. Ja, Moment, ich probiere es mal. Also für mich jetzt, ja genau, zum Anschrauben, genau. Ja, also wackelt nichts, wunderbar, das ist bombenfest, ja. Und ich finde auch sehr, sehr gut, auch von der Ergonomie her, auch von der Optik her wunderbar, weil der Clip ungefähr mittig ist von der Position der Feder. Und da finde ich, das macht schon was her, ne? Also auch in der Gesamtergonomie oder in der Optik, ja, wenn ich Ergonomie sage, meine ich in erster Linie erst einmal Optik, ja, Ergonomie selbst, also dass das Teil gut in der Hand liegt, das ist sowieso gegeben. Wir haben hier zwar so einen kleinen Bereich an der Kappe, wo sich hier so ein bisschen so heraushebt, empfinde ich persönlich aber nicht als störend, weil hier ist überhaupt nichts Scharfkantiges dran. Das ist schön abgerundet und so muss es auch sein. Ja, aber wie schon gesagt, was ich euch eigentlich zeigen wollte, es ist ein Füller, es ist ein Patronenfüller, kein Kolbenfüller, ist klar. Der wurde mir jetzt hier geliefert ohne Konverter. Ja, also man bekommt hier quasi eine Patrone mit irgendeinem Königsblau dazu geliefert. Damit ich euch jetzt aber hier eine andere Tinte zeigen kann, außer das Königsblau. Lord Voldemort Blau. habe ich jetzt mal irgendeinen Konverter genommen, den ich jetzt hier bei Hand hatte. Übrigens hier auch Standard-Konverter-Format, das bedeutet, ja, von Diplomat, von Schmidt, von Pelikan, Online, das sind so Marken, davon kann man die Konverter verwenden, getrost. Das passt wunderbar. So, jetzt mache ich den Füller wieder zu und zeige euch mal, was das Ding so wiegt.
So, da ist die Waage. Ein Öff. So, dann der Füller wiegt 29,9, ja, so knapp 30 Gramm insgesamt. Davon die Kappe 13,5 und der Schaft mit der Feder ja 16,4. Es ist also ein Füller, der annehmbar ist vom Gewicht her, also durchaus nutzbar, würde ich sagen. In dem Größenvergleich zeige ich euch das auch mal. Ja, da habe ich hier so meine Standardfüller, die ich immer so gerne zeige. Also man sieht durchaus, der Füller ist nicht gerade der größte. Ja, hier im Vergleich mit einem Lamy Allstar, mit dem Pelikan M200 oder auch hier mit einem Kaweco AC Sport. Entsprechend ist auch die Federgröße. Ja, also hier im Vergleich mit dem Lamy Allstar, mit dem Pelikan M200, ja, oder mit dem Kaweco AC Sport. Ich halte jetzt gleich noch ein paar andere Füller mit dazu. Mal so ein paar größere vielleicht. Der Clio Scribent Aura Laguna Dragon ist übrigens kein billiger Füller. Ja, der wird auf der Homepage gehandelt bei einem Preis von etwa 300 oder 400 Euro. Also das ist ein großer Batzen Geld für einen kleinen Batzen Füller. was wollte ich jetzt? Ach genau, die Füller, ja, meine anderen Füller. Ja. So, hauen wir mal auf die Kacke, hauen wir mal auf die Kacke. Vergleich mit einem Visconti Homo sapiens. Hau auf die Kacke mit einem Otto Hood Design 07. Und was nehme ich noch? Nehme ich hier noch einen Pelikan M1000. Bisschen Platz ist noch. Ungefähr zwei Stück, zwei Füller kann ich hier noch dazulegen. Und das mache ich jetzt auch mal. Nämlich einen Narwhal Skewkill und einen, wo ist er, kommt doch her, da ist er doch her, Lamy 2000. Ja, auch hier mal kurz nochmal die Federgröße als Vergleich mit dem Homo sapiens, mit dem Otto Hood Design 07. Pelikan M1000, Narwhal Skewkill und die versteckte Feder vom Lamy 2000. So, ich habe den Füller noch nicht Probe geschrieben. Also der kam hier an, ich habe sofort Tinte eingefüllt und habe gleich die Kamera angemacht, weil ich möchte schauen, dass ich vielleicht so einen direkten, so spontanen Eindruck davon gewinne, von dem Füller, weil der erste Eindruck ist ja oft das, was am meisten zählt. Ja, und ich werde das bestimmt verstehen. Und deswegen hole ich jetzt bei dem Block. Ja, so, und da würde ich sagen, ich tue mal jetzt die Kappe hinten aufschrauben. Das funktioniert wunderbar, krass. Okay, dann fange ich mal an mit dem Schreibbeispiel. Das hier, das ist der Clio Scribent. Das Modell heißt Aura Laguna Dragon. Ja, wir haben hier eine 14 Karat Goldfeder in der Federstärke F, also fein. So, die Tinte ist Pelikan, Edelstein,
Apatit. Jo, also es ist eine Feder, 14 Karat Goldfeder, die mir gefällt. Sehr gut bearbeitet, muss ich sagen. Lässt ein kleines bisschen an Linienvarianz zu, auch wenn es dafür nicht bestimmt ist, von der Tinten, also von der Fließfreudigkeit des Tintenleiters kann sich sehen lassen. Ja, also das braucht man keine Angst haben, dass der Tintenfluss so schnell aufhört. Ja. So von der Schleifqualität der Feder her würde ich sagen. Ja, ein ganz, ganz, ganz kleines Defizit hier in dem Bereich würde ich sagen, da ist ein bisschen mehr Feedback zu hören als bei den anderen Strichrichtungen. Sogar nach oben funktioniert sehr gut. Finde ich klasse, echt. Schnell schreiben. Super. Wunderbar. Kein Tintenabreißer, kein Tintenstocken, nix. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht darüber, in welcher Qualität der Füller quasi schreibt. Obwohl es eine feine Feder ist, lässt sie sich hervorragend führen. Eine feine Feder und trotzdem haben wir nur ein gesundes Maß an Feedback, aber doch eher Tendenz zu einem smoothen Schreibgefühl. Ja, also ich muss sagen, wenn der Füller jetzt nur ein Nümmerchen größer wäre, würde ich persönlich den Füller richtig, 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 also vielleicht sogar so richtig gut finden, dass ich ihn mir sogar selbst anschaffen würde. So gesehen ist er dann doch, aber, also natürlich, ne, also je größer die Hand ist, desto eher verschwindet der Füller in der Hand. Optisch wirkt er kleiner, als er tatsächlich ist. Ja, insbesondere wenn man jetzt die Kappe hier hinten aufschraubt und ich finde, das ist wirklich hervorragend designt von der Firma. Also ich hab den Deckel jetzt zum dritten Mal aufgeschraubt und jedes Mal ist er in der gleichen Position und ich finde das einfach super. Also egal wie ich den jetzt, also von welcher Richtung ich aus den aufschrauben möchte, in welcher Position, ich bin immer ungefähr mittig und das finde ich echt klasse. Ja, also das finde ich, zeugt von einer guten Handwerkskunst. Und wenn eine Firma, eine Füllermarke, ja, sich so viel Mühe gibt mit einem Design, mit der Verarbeitung, auch hier, ja, wie die Maserung hier gemacht ist, schön gleichmäßig, sieht jetzt nichts verschwommen aus oder so. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die mehrere Rohlinge bearbeiten und dass es ein gewisses Maß an Ausschuss gibt. Wo man jetzt sagen würde, das wird für den Kunden nicht verwendet. Ja, also sowas hier zum Beispiel, wie man jetzt hier sehen kann. Also man hat hier nur ein bisschen das Muster, da haben wir auch nur ein bisschen das Muster und hier sieht man quasi gar nichts. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt hier so ein Exemplar zum Beispiel Ausschussware wäre. Ja, also bei dieser Firma hier, also man sieht es ja, ein enorm hohes Maß an Verarbeitungsqualität. Ja, und die Frage ist halt, ne, diese knapp 400 Euro. Muss das sein? Ist das gerechtfertigt? Ja, das ist eine Frage, die kann jeder eigentlich nur für sich selbst beantworten. Die Frage ist halt ein Visconti Homo sapiens seine 800 Euro wert oder ein Waldmann Grandeur? Es kommt mir darauf an, welchen Anspruch man hat, ne? Also wenn es darum geht, sagt einem die Optik zu, ne? Findet man das Material, was ja auch eher ungewöhnlich ist,
Hat man Gefallen an sowas, ja, oder so ein Designelement hier oben an der Kappe. Das gibt es auch nicht so oft. Dann diese 14 Karat Goldfeder. Gut, sie ist relativ klein. Ich glaube aber, dass wenn sie größer wäre, würde sie designtechnisch nicht mehr so gut zum Füller passen. Ja, abgesehen davon weiß ich nicht, ob es dann in dem Platz, also platzmäßig hier in der Kappe, bisschen schwierig werden könnte. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Müssen wir mal ausprobieren. Auf jeden Fall super, super Füller. Ja, darum würde ich sagen, ich bin am Ende für heute. Mit dem Review von dem ja, Clio Scribent, auch Aura Laguna Dragon. Teurer Füller, aber doch irgendwie auch schön. Und ich danke der Melanie Burgemeister, heißt sie, recht herzlich für ihre Leihgabe, auch für die Tinten. Ich werde sie wahrscheinlich demnächst also reviewen, bevor ich ihr dann das ganze Bundle wieder zurückschicke. Dankend, ja. Und an euch, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt bitte sehr gerne. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.